Der Traum jeder Wirtin, die ihr Badezimmer nicht mag, doch die Ziegel, ohne die Maurer im Haus zu haben, zu verändern. Normalerweise geht das nicht so einfach. Aber dank Estinto gibt es da eine Lösung. Wie Sie sehen können, gibt es hier viele Bilder von Estinto im Badezimmern. Es gibt nun mal einen großen Bedarf an Mauern und Fugenmittel. Normalerweise können Ziegel nicht gemalt werden, aber Primus Aggrappante sorgt für die perfekte Haftfähigkeit senkrechter Ziegel. Wie man fortfahren muss. Sie entfetten einfach die Mauer und wenden dann Primus Aggrappante direkt an. Ich werde Ihnen zeigen, wie das geht. Come si fa? Sie sehen, dass das Produkt leicht gestrichen werden kann. In dieser Phase benutzen wir die gezackte Klinge, um sicherzustellen, dass die richtige Menge an Material angezogen wird und die Fügenmittellinien gefüllt werden, so dass Estinto direkt im Anschluss verwendet werden kann. Nach dem Ausbreiten des Produkts mit dem gezackten Spachtel werden wir mit dem Glätten fortfahren. Dafür entfernen wir Linien, die sonst auf Primus Aggrappante bleiben würden. Nun, die Arbeit ist sehr einfach. Jetzt muss alles trocknen. Und morgen werden wir die Haftfähigkeit sehen. Verbrauch. Im Durchschnitt können Sie 7 bis 8 Quadratmeter mit einer Dose decken. Bis morgen bei der Anwendung von Estinto. Jetzt ist die Nacht vorbei und das Produkt vollkommen trocken. Die Fugenmürtellinien werden gedeckt. Ich wurde gefragt, ob es das Produkt in Pastenform gibt. Und die Antwort dazu ist ja, in Boxen mit 5 Litern. Bitte schauen Sie sich genau an, was ich hier mit dem Schraubenzieher mache. Totale Haftfähigkeit. An dieser Stelle wären wir bereit, Estinto anzuwenden. Jetzt, wo Estinto verwendet wurde, können wir mit Pietra Spaccata fortfahren. Wir sorgen für ein dünnes Design, nicht zu tief. Wir müssen hier viel Material benutzen, weil bei der Arbeit mit einem gezackten Spachtel eine große Menge zum Abdecken aufgenommen wird. Allerdings sind die Linien nun schön abgedeckt. Sie sehen, dass die Ziegel verschwunden sind. Wir haben Gioia benutzt, nachdem wir Entwürfe mit Estinto gemacht hatten. Jetzt werden wir die Flecken der Striche blassblau machen. So wie es auch die Ziegel vorher gab, gibt es jetzt Pietra Spaccata. Das wollten wir Ihnen alles zeigen.